Willkommen zurück bei Meiste! Hier in dem dunklen, gefährlichen Tunnel. Okay, wir müssen diesen Karren hier nur auf dem Pedal bleiben. Ja, machen wir. Ich habe eben jetzt schon das Gefühl, dass wir wieder irgendwo von irgendwas überrascht werden. Okay, wir müssen den Weg freiräumen. Kann ich hier gleich durchschießen? Okay, alles klar. Und hier ist schon wieder Schrott versteckt. Ich habe den gerade so aufblitzen sehen, schnell. Was wäre das? Nummer 8. Noch drei Teile. Also entweder geht es in dem Tunnel noch ein kleines Stückchen. Oder ich habe was übersehen. Ist nichts drin, oder? Nee. Ich muss einmal kurz in die Ecke reinschauen. Nicht, dass ich was übersehe. Da vorne sieht es zumindest schon mal nach Ausgang aus. Ich sehe da Tageslicht. Ja. Erstmal noch schnell den Schrott hier mitnehmen. Aber uns fehlen immer noch Teile hier. Wie viel haben wir jetzt? 9? Noch 2. Es sieht auch wieder mega groß aus hier. Ich weiß nicht, ob. Vielleicht dahinter irgendwo. Noch irgendwas ist? Nee. Scheint alles Schrott sauber zu sein. Aber dann schieben wir weiter. Okay. Kann ich denn trotzdem hier raus? Ich weiß nur nicht, ob die mich jetzt angreifen. Oder die Leute einfach rausfahren lassen. Okay. So, hier ist noch Schrott. Das wäre dann Nummer 10, was? Ich hoffe nur, dass ich da jetzt nicht nochmal durch den ganzen Tunnel muss, wegen diesem einen. Das, wo da hinten leuchtet, ist das was oder ist das nur Rauch? Da genau geradeaus in der Mitte, das ist irgendwas am. Ich fahre jetzt erstmal weiter und hau das Ding darüber. Wir sind dann jetzt im Notfall schnell nochmal durch den Tunnel gefahren. Okay, der Wagen. Über die Kante muss er. Und tschüss. There she goes. Oh. Now we send up a flare and Gagash sends his guns here. Hier scheint definitiv nichts mehr zu sein, Schrott. Dann wird es irgendwo im Tunnel sein. Standort markieren. Bam. Ödler-Mission abgeschlossen. Der eiserne Glaube. Ja, gut. Und wir haben eine neue Panzerverbesserung. Aber es wurmt mich jetzt doch, muss ich sagen. Das heißt, wir müssen leider nochmals durch diesen Tunnel, weil. Es fehlt zwar nur noch ein Teilchen, aber gerade weil es nur noch ein Teilchen ist, werde ich da nochmal fix durch, um das zu holen. Ich
Aber immerhin sollte der Tunnel nun relativ gegnerfrei sein. Mal abgesehen von den drei, die da ganz am Schluss noch rumstehen. Fangen wir wieder hier an. Immerhin wissen wir jetzt, dass wir durch den ganzen Tunnel fahren können. Schon in die Ecken reinleuchten, aber da ist definitiv nichts. Weiß ich auch nicht, wo ich den ersten übersehen habe. Ob das irgendwo am Anfang war oder irgendwo gegen Ende. Weil in der Mitte habe ich glaube ich schon relativ gut kontrolliert. Hier ist auch nichts. Nee. Jetzt kommen wir dann ja an den Ort, wo wir zum ersten Mal angegriffen wurden. Und dort ist definitiv kein Schrott mehr, dort habe ich alles mitgenommen. Hätte mir jetzt halt vorstellen können, entweder vor diesem Punkt hier, wo wir jetzt gerade sind, oder sonst doch ein rechtes Stückchen nachher. Hier in den Wagen ist ja nichts mehr, oder? Da haben wir alles kontrolliert. Da war ich relativ sorgfältig, glaube ich. Hier ist nur das Futter. Ja, liebes Rotteilchen, wo bist du versteckt? In dem drin war eins, das habe ich aber schon rausgeholt. Ein Stückchen weiter. Was ist eigentlich in dem Wagen hier? Haben wir den angeschaut? Hier ist nichts drin. Hier ist auch nichts. Jetzt ist das eine, doch da oben ist das, auf diesem Dach von dem Wagen da. Immerhin scheinen die Vögel hier weg zu sein, die vorher da uns angegriffen haben. Okay, jetzt muss ich irgendwie auf das Dach kommen von diesem. Und mit den Kletterkünsten von Max. Kann ich durch den Wagen? Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Ja, perfekt. Wahrscheinlich habe ich da nicht genug gut mich umgeschaut. Und dann haben wir das hier übersehen. Okay, aber auf jeden Fall, wir haben hier alles. Jetzt ist die Frage, ob ich schnell nach da oben hingehen will und diese Erdchen holen. Weil das ist ja auch noch... in jetzt Gebiet, also der und der zumindest. Der da hinten, ich glaube, da komme ich gar nicht dran. Außer es ist hier ein Durchgang, das weiß ich jetzt nicht. Und hier ist noch ein Ödländer. Die Rennende, das ist auch so eine Sache. Wie viele Grifferzeichen haben wir eigentlich im Moment? Das wäre auch mal eine gute Frage, weil vielleicht... in welchem Menü sehe ich das hier? Max. Werkstatt. Legende. Ah, hier 21. Dann könnten wir eigentlich wieder mal was skillen. Allzu viele Punkte können wir sowieso nicht mehr verballern da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Und dann sind nur noch die hier ein bisschen. Ja. Ich glaube, wir gehen schnell vorbei bei dem. Schnellreise. Kleine Abkürzung. Mit dem Teleport. So, jetzt will ich zu dem.
Die Rennen müssen wir dann auch noch irgendwann mal machen. Ich glaube, die hebe ich mir noch auf. Mal sehen, wo unser Freund steckt. Er scheint mal ausnahmsweise gar nicht so versteckt zu sein. Normalerweise ist er ja immer so... Ja, doch, hier. Ich dachte gerade, dass man da mit dem Auto hinfahren kann, weil normal kommt man da nie mit dem Auto hin zu den Griffen. So. Da hinten ist der Vogel. Immer mit einem guten Ausblick, aber. So. Hallo, mein Freund. Tell me about the ones you leave dead by the road. All the lives choked out. Not my choice to kill. You seem to enjoy it. Never. You don't fear killing because you think you control it. You tell yourself such. Blood is not on your hands, but on theirs. Perhaps it's not the killing you enjoy, but the moments of silence the fighting brings you. Da wären wir wieder. Also gut, ich tue jetzt mal die wir eh schon fast fertig haben. Die fülle ich kurz ganz auf. Ja, beim Plündern mehr Schrott. Wobei doch, das haue ich doch rein, weil dazu gehören auch diese fetten Kisten vom Sandsturm. Das ist mir letztes Mal aufgefallen. Okay, was haben wir jetzt noch offen? Durch Waffen mehr Schaden, weniger Treibstoff und... dass wir Waffen länger benutzen können. Ich glaube, wir die hier rein. Okay. Bestätigen. Gut. Dann sind wir bereit, dass die Reise weitergehen kann. Ich gehe jetzt wieder hier hin. Jawohl. Noch schnell. Wenn wir jetzt schon mal hier in diesem Teil der Welt sind, dann hole ich mir noch schnell die Sachen, die wir noch nicht geholt haben. Am Anfang, ich habe mich ja noch gewundert, weil wir haben so keine Belohnungen gekriegt. Also so richtig spezielle meine ich, weil wir hatten ja... hier in dem Gebiet, das war ja das erste Gebiet, wo ich komplett alles fertig machen wollte. Also sprich alle Minenfelder, alles und so weiter. Und wir haben da noch nichts erhalten. Wobei ganz nichts ist auch falsch gesagt. Weil was Kleines haben wir erhalten. Müssen wir mit dem reden. The one who tore down all of them rotten sticks of steel and flesh they call scarecrows, and we all owe you praise. Genau. Ihr schuldet mir Dank. So. Und zwar, es gibt gewisse Bauteile, die kann man erst einbauen, wenn die Bedrohung im jeweiligen Gebiet auf null ist. Und das ist das einzige, was wir im Prinzip gekriegt haben, aber... Oh shit, ist da ein Sniper? Da ist tatsächlich ein Sniper. Ah, verflucht. Ah! Hallo? Gehen die mir auch noch auf die Eier. Ja, genau, raumt euch schön selber. Irgendwann müssen sie ausschauen. Habe ich schon überlegt, ob ich...
mir zu langsam zu viel hier. Machen wir die schon fertig. Ach, den kann ich sowieso direkt rausreißen. Was ist mit dir? Haust du ab? Geht's noch? Ja. Erst fünfmal versuchen sie mich zu überfahren und dann, wenn ich aussteige und es ernst wird, dann hauen die ab. So. Jetzt sehen wir uns kurz um hier. Ich freue mich schon, den Schrott auszugeben. 2500. Hä? War doch gerade einer, oder? Oder war das nur ein Schatten? Ich dachte, hier ist gerade einer irgendwie runtergekommen, wo ich hochging, oder so. Shit! You wanna escort us as henchmen? Wo seid ihr denn? Ich höre sie zumindest, aber ich sehe keinen. Gehen wir nach oben. Hier ist auch keiner. Ja, 100%. Aber keine... What outfit you from? Ohne Witz, irgendwo ist noch einer, aber... Ich kriege wieder Gänsehaut, Mann, weil ich nicht weiß, wo der sein soll. Besser hauen wir wieder ab hier. So. Nächster Teleport. Jetzt bin ich gespannt, ob ich da rüber kann oder nicht. Na, eigentlich nicht, weil das wäre voll der Witz dann. Weil für was müsste ich... seht ihr? Man muss durch diesen Kiefer hier. Hier muss man durch, da komme ich nicht ran. Das gehört aber auch nicht zu diesem Gebiet. Dann gehen wir zur anderen Seite. Das ist die Mauer, die da aufgebaut ist. Die dicke, hohe Mauer. Und deshalb müssen wir durch den Kiefer fahren. Aber alles gut. Kommen wir jetzt wenigstens zum letzten Versteck hier. Jetzt kommt mir übrigens in den Sinn, was ich machen wollte mit den Legendenpunkten. Das habe ich vor, weiß nicht, drei Folgen mal gesagt, dass wir Max mal aufwerten sollen, weil wir haben voll viele Punkte immer ins Fahrzeug reingehauen. Okay, hier steht einfach eine Karre rum, aber ist keine drin. Stay put. Ja, da kommen sie. Hi. Oh, dann. Oh, du auch. Leben die Nüsse getreten. Genau, sticht dein Kumpel ab. Man merkt echt einen Unterschied, was die Stärke von den Leuten angeht. Bei denen hier habe ich jetzt extra irgendwie gar nichts geblockt oder pariert oder so. Weil es mir relativ egal ist. Und die machen auch kaum Schaden. Und die anderen im anderen Gebiet drüben, die haben schon ein bisschen mehr angezogen. Ja, jetzt kommt noch einer. What? Schildbrecher? Yes. Der macht schon Aua. Wenn er irgendwann mal... Jetzt. Okay, da muss ich noch runter. Voll in die Pipi-Grube. Ist da noch einer? Ja, come on. Ich komme schon zu dir, aber...
kannst drauf kommen. Ich komme da nicht nochmal runter. Ich glaube, der kommt da nicht mehr hoch. Dem gefällt es da unten. Genau. Der gesunde Dogfood. Was ist hier noch? Nix. Ja. Den lassen wir da unten. Der wird schon von selbst verrotten. Okay. Ja. Fast das falsche Fahrzeug mitgenommen. Genau, das machen wir jetzt nämlich noch schnell. Die Aufwertung von Max. So. Mal sehen, was wir alles Neues haben. Schlagringe. Kann ich direkt einen 50er kaufen? Okay. Ja. Aha, das ist natürlich auch cool, wenn man einfach eins auslassen kann, weil ihr seht hier drüben an den Werten, ob ich das und das noch kaufe, das bringt gar nichts. Also schlussendlich, Hauptsache habe ich den Besten ausgerüstet und gut ist. Also Schlagringe hätten wir alles, eine 40% weniger Schaden, das gefällt mir auch. So, bam. Was? Milizlederjacke. Okay, fette Jacke. Parade, was bringt das? Verringert den erlittenen Schaden bei fehlgeschlagener Parade und erhöht den Schaden von Kontern und Entwaffnungen. Ne, ist auch gut. Why not, why not? Die Werte, die steigen. Munitionsgürtel. Ja, der ist noch... Was müssen wir hier noch machen? Herausforderungen. Seliger Wanderer. Ja, irgendeins fehlt uns hier noch, aber... Ich nehme... Ich kaufe das trotzdem. Wir haben so viel Schrott, da können wir jetzt auch mal eine Zwischenstufe kaufen. Kopf ist okay, Schrottflinte. Ah! Mit dem Hinzufügen eines... Was? Vierten Laufs? Muss weniger oft nachgeladen werden. Erhöht den Schaden. Ja. Wieso nicht? Vier Läufe an der Schrottflinte. Und Fertigkeiten. Haben wir da noch irgendwas? Haben wir. Und zwar eine mächtige Umkehraktion nach einer normalen Parade. Okay. Rein damit. Und das letzte wäre. Das letzte, lasse auf Kettenabschlüsse eine sofortige Messerexekution folgen. Ja. Wieso nicht? Gut. Ja, hätten wir komplett alles außer der. Munitionsgürtel, oder? Das hier fehlt uns noch. Das ist das Einzige. Da können die Punkte wieder ins Auto. Rammgitter haben wir eh schon das Beste. Das ist das, was wir jetzt gekriegt haben, oder? Möglich. Ja, komm. Rein damit. Und jetzt hat es automatisch das nächste freigeschaltet, glaube ich. 1400. Gewicht gewaltig, ja. Da fehlt uns jetzt aber wieder der Schrott dazu. Und den Rest lasse ich mal. Ein bisschen Schrottreserve ist ja auch nicht schlecht, wenn wir das noch haben. Ja, wollen wir, komm, wir reden noch kurz mit dem Typen da unten. Dann hoffe ich, dass wir da für eine Weile Ruhe haben auf dieser Karte. Wo versteckt er sich? Da. Er scheint wieder das Ausgraben zu sein. Oder später irgendwas? You for sparing me. I shall say this. To pass that jaw. Echt ein Donner. You will need real thunder, real explosives. Ja, beim ah, der schaut auf den Kiefer. Da kommen wir schon vorbei, keine Sorge. Aber noch nicht jetzt. Ja, wir sehen uns wieder
zu einem anderen Zeitpunkt in der nächsten Folge dann. Hey, wo ist diese Vogelscheuche? Irgendwo ist eine Vogelscheuche versteckt. Wahrscheinlich könnte man mal raten, wo die ist. Ich habe keine Ahnung. Wir starten, müssen fast bei Good Cash. Ja, ich glaube, die nächsten ein, zwei Folgen werden jetzt Minenfelder folgen. Und natürlich die kleinen Lager hier noch aufdecken. Bringt das was? Sammelstücke. Ja, es hat halt hier, es gibt halt schlussendlich diese Prozente. Was ist eigentlich Erzengel? Ach, das sind die neuen Karren, die wir kriegen könnten. Da gibt es schon was Fettes. Schneller als schnell, leichter als leicht und hat den größten, gefährlichsten, erschütterndsten Kühlerfigur. Ja. Das sind dann die ganzen Rennen, um diese freizuschalten. Aber mit denen können wir von mir aus noch warten. Lager? Weiß ich nicht. Aber das sind auch alles. Das hier sind auch alles die Dinger. Was ist eigentlich das für ein geiles Ding? Ein richtiger Lastwagen. Fahrzeugsammlung. Gewinne dieses Tut mit diesem Fahrzeug. Ja, aber wie gesagt, diese Sachen, die machen wir später. Die Lager hole ich, glaube ich, schon. Auf die habe ich schon Bock eigentlich. Und Relikte, die holen wir automatisch so nebenbei. Gehört ja auch zu den Lagern. Die ganzen Fotos. Ja, machen wir mal wieder was nicht direkt zu den Hauptaufgaben gehört. Und tun hier ein bisschen rumplündern, ein bisschen einsammeln. Vielleicht finden wir noch was zu vernichten. Aber ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer ASD. Ciao, ciao.